Morgen, Leute. Wir befinden uns hier in meiner kleinen Schnuck-Klingenwelt. Hui. Hui. Und ich wollte euch einfach nur meinen kleinen Fortschritt zeigen, den ich bis jetzt gemacht habe in, keine Ahnung, eineinhalb Stunden Arbeit. Maximal. Da-da-da-da. Sieht doch nett aus. Jo, das ist eine Minecart Station. Naja, eine Station zu allen Baudingern, die ich halt habe. Kommt irgendwann noch mal Lava rum, falls ich irgendjemand irgendwann mal fertig werde. Und juhu, es ist Tag. Musik ist an. Die wir gleich mal leiser stellen. Und jo. Hoch. Njong. Klassisches Booster-Prinzip, ziehen sich ja gegenseitig hoch. Dann rip, 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 rip. Willkommen in Klammern zurück in der Station, denn hier werden bald alle Minecarts, die ich jedes Mal, so alle Stationen werden irgendwann hier auskommen. Hier geht es zum Tunnelanfang, da oben. Hier kann man auch rauskommen, wenn man Flymod, wenn man gerade mal zufällig hier ist, dann kann man ein Boot schnappen und hier runterfahren. Hui. So, währenddessen crack ich mir noch ein. Mein Crack Urn. Was für ein schlechter Witz. Boop. Ihr habt da schon gesehen, Haus. Hier ist noch Unterwassertunnel, Sprengzone, Pyramide, Haus. Haus und Pyramide müssen noch gebaut werden. Die anderen beiden zwei Sachen stehen schon. Nur die Tunnel, die ich dann überall bauen muss, die werden sehr, sehr lang. Da unten am Tunnel bin ich noch am Arbeiten. Da fällt mir ein. Ich muss nachher mal das Obsidian da unten wieder wegmachen und durch Wasser ersetzen, der Tunnel ist ja fertig. Dann. Oder ne, kann ich erstmal da lassen, kommt irgendwann sowieso wieder Lava drum. Muss ich das Wasser ja wieder wegmachen. Dann gibt es wie hier wieder Turm Anfang. Wir fallen. Buff. Spupp. Und schon wieder unten. Seitdem ich in der letzten Folge gemerkt habe, dass wenn man in der Nacht das macht, es ist doch wirklich ziemlich dunkel. Ich merke das nicht so. Ich habe meinen Bildschirm auf volle. Hier, wie heißt es, auf volle Helligkeit. Deswegen merkt man das bei mir nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon im Let's Play hatte. Auf jeden Fall sind jetzt hier, wenn ich es nicht. Ach, Let's Play, wenn ich es im letzten Let's Show noch nicht hatte, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt sind hier überall auch Fackeln drin. Damit es auch schön hell ist und zur Sprengzone kann man keine Abkürzung nehmen. Mein Haus wird irgendwo wahrscheinlich in der Richtung sein. Oder in der, ich schätze mal eher hier irgendwo hinten. Auf jeden Fall die Pyramide will ich anfangen. Oh, es laggt. Die will ich oh, komm schon. Wieso laggt es so? Gibt es einen Unterschied in Fast und Fancy? Keine Ahnung. Nicht, auf jeden Fall hier wird wahrscheinlich dann da unten irgendwo die Station sein und dann fange ich da an die Pyramide zu bauen. Fange ich an mit zwei Klötzen und dann baue ich das immer. Boah. Boah. Alter Scholli. Also leckfrei ist was anderes. Und dann versuche ich dann Stück für Stück die Pyramide hochzuziehen. In die man dann wahrscheinlich auch irgendwie reinkommt, aber dann wahrscheinlich total kalt sein wird. Oh mein Gott, 6, 5, 5 FPS. Mal wieder zu fancy. Gucken. Geht's hier runter? Ich merke gerade, da auch meine Sprengzone nicht gerade die symmetrischste ist, sieht man hier auch rechts ist, mehr Platz. Da ist, wie gesagt, der stinknormale. Da kommt man an. Dann kann man, wenn man hier rumgeht, ein paar Fackeln, jo,
Ende der Strecke. Mein Card bitte mitnehmen. Jo, hier wird die, hier ist die Station zur Sprengzone. Muss aber auch noch alles gebaut werden. Jo, siebenfache Geschwindigkeit, siebeneinhalbfache Geschwindigkeit. Schon nice. Jetzt bin ich auf der ganzen Kacke. Ja, jetzt wird es wieder dunkel. Tut sowieso nichts zur Sache, denn da, wo ich hin will, ist eh hell. RIP. Hier sind auch überall schon Fackeln hin, auf jeden Fall. Hier, da sieht man noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. An diesen 6 Fackeln, oder, ja, man kann sagen, an 2, 4, 5, 6. An diesen 6 Sachen mache ich noch, kann ich noch irgendetwas dran machen. So, nur noch da dran, oder da irgendwo dran. Dass man dann noch irgendwo anders hingehen kann. Also, mit Lava überzogen wird das wahrscheinlich eh nie, weil ich nie das fertig gebaut kriege. Wenn ihr ich mache jetzt noch das nächste Mal den Unterwassertunnel zu Ende. Ihr könnt von mir auch sagen, was ich als nächstes fertig bauen soll. Ideen werden auch gerne entgegengenommen. Ob ich zuerst das zur Sprengzone, zur Pyramide und zum Haus machen möchte. Also am nächsten dran wäre dann nachher die Pyramide, die dann irgendwo knapp dahinter sein wird. Das Haus wird irgendwo da ganz weit hinten sein. Also da werde ich bestimmt 30 Jahre gefühlt für fliegen, um dahin zu kommen. Und Sprengzone liegt da so irgendwann zwischen den beiden, auch wenn es wirklich auch mehrere hundert Blöcke entfernt ist. Ja, auf jeden Fall unter hier den Tunnel, den Unterwassertunnel, kann ich auch schon mal zeigen, wie weit ich bin. Jum. Jum. Ja, hier ist noch kein Booster eingebaut, da ich den nicht brauche. Und runter. Na, ich falle so lange. Tja, dauert halt so knapp 100 Blöcke zu fallen. Ende. Aufsteigen bitte. Ja, ich lasse mir auch immer ab und zu andere Sprüche anfallen. So, denn hier bin ich jetzt gerade. Ihr werdet hier nichts sehen können. Außer, dass es hier hell ist. Hier ist der Lightstone. Von so sieht die ganze... So sieht der ganze Müll von oben aus. Echt hochinteressant. Auf jeden Fall, hier werde ich die Kacke hochziehen. Dann fliege ich nochmal hoch. Ich glaube, ihr seht jetzt hier herzlich wenig. So. Da unten ist das Ding. Hier oben ist die Wasseroberfläche. Dann werde ich dann hier oben, knapp unter der Fläche, die Station bauen, die dann einfach nach oben führt, damit ich nicht immer schräg die ganzen Berg hoch arbeiten muss, und wenn ich dann nachher oben bin, läuft das Wasser einmal runter, zerstört und alles, und dann habe ich keinen Bock drauf. Baue ich einfach bis zur Station oben eine Leiter, dann hat sich das auch. Komm, komm. Ha. Das, was alle, da ist ja nur noch eine, das, was jeder mag, den Flymon. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann hier nochmal die Wände ändere. Ich meine, durch das Texturen sieht das jetzt nicht mehr so toll aus. Wieso fehlt hier der Lightstone? WTF, ich habe jetzt doch gerade keinen Ball. Geht der mit der Hand kaputt? Ich glaube ja. Ja, dann müssen wir dafür... Ach, ich probiere einfach mal. Boah, ich habe einen bekommen. Wow, unglaublich. So zerstöre ich denn alle? Nein, warte mal. Ah, puh. Ich bin Trainer nicht an. Warte mal. Ich kann jetzt schlecht meinen. Jetzt seht ihr schon mal ein Live-Problem. Ich würde jetzt eigentlich am besten zum Desktop wechseln, nur das ist etwas doof, denn dann würde die Aufnahme aufhören. Infedit. So, öffnen. Gut. Ne, warte mal, Inf-Edit brauche ich nicht mal. Dafür müsste ich nämlich gleich auch rausgehen. Dann nehme ich einfach den. Jetzt die Dinger machen. Sub, 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 sub. Haha, perfekt. Denn jetzt, wenn ich hier einmal auf das ziehe, habe ich davon 50 Stück. Jetzt wollte ich noch eine Craftkiste. Ach Gott, verfickte Kacke.
Tja, dann komme ich wohl nicht herum, den Inf-Edit zu benutzen. Scheiße. Genau. Ich gehe auf Items. Nein, das sind Inf-Edit starten. Danke. So. Ja. Das kann weg. Ist er da? Nein. Ich meine, ihr seht jetzt gerade nicht, wie ich hier rum hantiere. Und ist es hier? Ha. Rein vor dem Film. Da ist er. Glowstone. So. Speichern. Super Fresh Server. Lest es euch durch. Ich habe da keinen Bock drauf. Und wey, selbst meine Rüstung ist wieder ganz. Om nom nom. Jetzt. Wartet mal. 1, 2, 3, 4. Hier ist 4. Dann ist hier nur einer Platz. Irgendwie habe ich bei der Konstruktion ein bisschen Kacke gebaut. Warte mal, 1, 2, 3, hier sind immer 4 Platz. Immer 4, dann nicht 4, dann hier 1, 2, 3, 4. Luigi, was soll denn die Scheiße? Das ist der jetzt wirklich Kacke. Ach, scheiß drauf. Who cares? Damit es symmetrisch aussieht. Naja, kann ich ja gar nicht machen, weil es dann nicht mehr so weit gehen würde. Ja, lassen wir es so. Und, ich würde mal sagen. Ich kotze. Sieht doch so echt aus. Laufen und kotzen. Ego-Perspektive. Skin wird ja sowieso nicht viel bringen. Ego-Perspektive fast nur. Ja, dann würde ich nämlich sagen, baue ich hier mal ein bisschen weiter, sag mir vielleicht, was ich als letztes fertig bauen soll. Ideen werden immer noch gerne entgegengenommen. Und noch ein Tipp fürs Leben, wenn ihr Minecraft spielt, stellt euren Bildschirm auf volle Kanüle Helligkeit, dann müsst ihr auch im Dunkeln die Fackeln haben, dann könnt ihr sowas sehen. ciao Leute, und denkt dran, nicht den Creeper in die Augen gucken. Nicht! Ciao Leute, Wald Brandy, Wald Brunch, Brunch in the Wald mit den Creeper, nicht gucken.